Wenn wir auftreten mit der Forderung nach angemessener Personalausstattung der Krankenhäuser, dann schallt es uns immer entgegen, es gibt doch gar nicht genug Pflegepersonal. Das ist eine von diesen halben Wahrheiten, die verdammt nah einer ganzen Lüge sind. Denn es ist nicht der Fall, dass es zu wenig Pflegepersonal gäbe, sondern was der Fall ist, ist, dass es eine Flucht aus dem Beruf gibt. Wir haben bundesweit etwa 400.000 Pflegekräfte, die aus dem Beruf ausgestiegen sind. Nach der Pflege-Comeback-Studie wären 48% dieser 400.000 bereit, ihre Berufstätigkeit in diesem Beruf wieder aufzunehmen, wenn denn die Bedingungen stimmen. Und eine der wesentlichen Bedingungen wäre eine angemessene Personalausstattung auf den Krankenhausstationen. Warum haben wir die nicht? Gut, ich gehe mal 20 Jahre ungefähr zurück. Wir hatten mal, manche erinnern sich vielleicht noch, ein Kostendeckungsprinzip in den Krankenhäusern. Das heißt, die Krankenhäuser haben das, was sie ausgegeben haben, um Patientinnen und Patienten zu versorgen, wiederbekommen. Und nicht mehr, nicht weniger. Dieses Prinzip ist durchbrochen worden. Es ist abgeschafft worden zugunsten eines Prinzips, Leistungen gegen Preise zu verkaufen. Also Krankenhäuser wurden so behandelt, wie Fabriken die Hosenknöpfe produzieren. Das kann man schon mal für nicht angemessen halten. Die Folge war aber erst einmal, dass Krankenhäuser anfangen konnten, Gewinne zu machen. Das war vorher zur Zeit des Kostendeckungsprinzips nicht möglich. Und damit hat die Privatisierungswelle der Krankenhäuser eingesetzt. Und damit haben wir letztlich dann in Hamburg die Veräußerung der Krankenhäuser, der öffentlichen Krankenhäuser für ein Appel und ein Ei an den Asklepios-Konzern gehabt, der in der Fachpresse damit wirbt, dass er 12% Rendite für die Investitionen garantiert. 12% Rendite im Krankenhaus, man kann sich an einer Schreinerhand ausrechnen, wo das herkommt. Das kann nur dadurch passieren, dass man das Personal ausplündert und Patienten schlecht behandelt. Gut, deshalb haben wir uns zusammengetan zu dem Hamburger Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus. Vor allen Dingen auch deshalb, weil die Krankenhausbeschäftigten selber in Bewegung geraten sind und wir von der Zivilgesellschaft um die Krankenhäuser herum alle als potenzielle Patientinnen und Patienten diese Bewegung unterstützen wollen. Wir wollen die Beschäftigten dort nicht alleine lassen. Unsere Volksinitiative für eine gesetzliche Personalbemessung hat der Hamburger Senat durch das Verfassungsgericht verbieten lassen. Gleichzeitig mit Krokodilstränen in den Augen gesagt, dass sie doch so sehr auch für eine angemessene Personalausstattung wären. Das kann glauben, wer will. Deshalb ist die einzige Chance, die wir im Moment noch haben, dass tatsächlich die Beschäftigten durch Arbeitskämpfe so etwas durchsetzen. Ich bitte euch, sich das mal genau anzugucken. Wir haben hier eine Forderung, die erstmal bescheiden ist, die jeder versteht und jeder nachvollziehen kann, die aber mit dem Profitstreben in den Krankenhäusern tendenziell nicht vereinbar ist. Denn zu sagen, wir wollen eine angemessene Personalausstattung, die sich bemisst nach den Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten, ist ein Eingriff in die unternehmerische Freiheit. Es ist also, geht nahe daran, die heilige Kuh des Kapitals zu schlachten. Mit einer ganz bescheidenen Forderung. Das ist aber noch nicht alles.
in dem Moment, wo wir Kämpfe des Krankenhauspersonals haben, und ich will jetzt nicht genauer auf die Streiktaktik, die es da schon gegeben hat, eingehen, die ist sehr interessant, aber die Zeit haben wir nicht, aber es bilden sich dort Strukturen, die das Potenzial haben, eine Gegenmacht zu entfalten. Und jetzt haben wir zwei Zutaten, die dazu führen können, dass wir dieses Profitprinzip in den Krankenhäusern mit einer hauchdünnen, aber immerhin mit einer gewissen Chance loswerden können. Wir haben diese Herausbildung von Gegenmachtstrukturen und wir haben die Forderung, die mit dem Profitstreben nicht vereinbar ist. Es lohnt sich für alle, die irgendwann mal Patientinnen oder Patienten werden können, und es sind alle, diese Geschichte massiv zu unterstützen. Ich werde jetzt mal etwas konkreter. Unsere jetzige Regierung, unseren jetzigen Senat tragenden Parteien, die werden nicht müde darin, laut zu kritisieren, dass das, was der CDU-Senat damals mit den Hamburger Krankenhäusern gemacht hat, ein dicker Fehler gewesen sei. Richtig. Und was passiert jetzt? Wir haben ein Krankenhaus im Süden Hamburgs, auf der Elbinsel, das Wilhelmsburger Krankenhaus Großsand. Das ist ein Krankenhaus in einem Stadtteil, der nicht gerade reich ist. Ein Krankenhaus, was dort aber für die Versorgung der Bevölkerung unglaublich wichtig ist. Und dieses Krankenhaus bringt da in dieser Situation natürlich nicht viel ein. Das heißt, das Bistum der katholischen Kirche, was dieses Krankenhaus trägt, will dieses Krankenhaus loswerden. Die Ausbildungsstätte dort, die Krankenpflegeschule, die ist schon weg. In dieser Situation wäre es die Möglichkeit gewesen, dieses Krankenhaus durch die Freie und Hansestadt Hamburg zu übernehmen. Die Spitze, die Leitung des Universitätskrankenhauses Eppendorf war gar nicht so abgeneigt, das zu machen und das zu übernehmen. Unsere Sozialsenatorin, Sozialdemokratin, wenn ich nicht ganz falsch liege, die Privatisierung des Landesbetriebs Krankenhäuser so gerne kritisiert, macht da aber nichts. Das heißt, es wird sehenden Auges dabei zugeschaut, wie ein wichtiges Krankenhaus, für die Versorgung der Bevölkerung wichtiges Krankenhaus, droht, zu einer privaten Anstalt zu werden, die dann profitorientiert ist und wo ich fürchte, dass die Gesundheit der Beschäftigten sowieso, aber der Bewohnerinnen und Bewohner der Elbinsel hinten runterfällt. Das spielt dann keine Rolle mehr. Das ist eine Geschichte, die empfehle ich, sich gut zu merken. Man kann, glaube ich, heute über das Gesundheitswesen nicht reden, ohne das Wort Corona in den Mund zu nehmen, also mache ich das jetzt auch. Die Pandemie hat die Situation in den Krankenhäusern nicht grundsätzlich geändert. Sie hat nur vorhandene Probleme noch einmal verschärft. Und sie zeigt, dass ein privatwirtschaftlich organisiertes Gesundheitswesen nicht in der Lage ist, damit angemessen fertig zu werden. Denn für solche Krisen, für solche Katastrophen muss man etwas tun, was dem Profitstreben fremd ist. Man muss Ressourcen, Personal, Material, Gebäude und so weiter in ausreichender Zahl vorhalten. Das ist aber etwas, was nichts abwirft, was nur kostet. Dann, wenn nur eine Leistung, die erbracht wird, eine Dienstleistung bezahlt wird, man aber einfach bereitsteht, in dem Fall, dass in einer Krise eine Leistung abgefordert ist, dann verdient man damit nichts, dann steckt man da nur Geld rein. Das heißt, die Bewältigung der Pandemie ist nicht vereinbar mit privat betriebenen Krankenhäusern. Und deshalb
sollten wir diese privaten Krankenhäuser tatsächlich enteignen? Ich sage nicht vorsichtshalber, also so vorsichtig zurückhaltend Rekommunalisierung, denn Enteignung ist der einzige Weg, der dahin führt. Und der erste Schritt, den wir jetzt ganz akut gehen müssen, ist die Trägerschaft des Krankenhauses Wilhelmsburg-Rossamt in eine öffentliche Trägerschaft zu bekommen. Dafür sollten wir streiten und das werden wir tun. Und jetzt bitte ich euch alle, sich das zu merken, zu notieren und dann mitzukommen. Wir werden das tun am 12. Mai. Der 12. Mai ist von den Pflegeverbänden immer gefeiert als internationaler Tag der Pflege. Wir sagen inzwischen, das ist der Tag des Pflegenotstands. Und an diesem 12. Mai werden wir gemeinsam mit der Initiative aus Wilhelmsburg, Großsand bleibt, auf dem Rathausmarkt eine Kundgebung veranstalten. Wir sind wegen der Pandemie auf 200 Teilnehmende beschränkt, aber euch kriegen wir da noch mit unter und es wäre schön, euch da wiederzusehen. Vielen Dank.